Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die Trendradar Trendbox in der Februar-Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Trendradar Trendbox ist eine Box, die gefüllt ist mit mindestens 7 Produkten aus den Bereichen Beauty, Lifestyle, Fashion, Food. Also da kann aus den Kategorien kann was da drin enthalten sein. Und die hat mindestens 85 Euro als Warenwert und die kostet ab 29,95 monatlich. Erscheint auch monatlich und ich habe einen Code, den blende ich euch mal ein, weil ich habe eine Kooperation mit der Box. Das heißt, ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen, euch zu zeigen, was so drin ist. Und ihr könnt auch jetzt noch, ich glaube bis, was ist denn heute für ein Tag? Das müsste der 11. sein, wo ich drehe. Ich glaube bis zum 15. ne? Kann man die immer noch so bestellen, wie ich sie euch zeige. Und danach bekommt ihr dann quasi als erste Box die Märzbox. Und genau, ja, ich verlose auch in diesem Video wieder etwas. Und zwar ist es ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Das kommt dann auf die Reise zu einem von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Da sind auch nützliche Informationen drin. Verlinkt zum Beispiel, suche ich die ganzen Produkte auch nochmal aus dem Internet raus und setze euch Links dazu in die Infobox, sofern ich sie finde. Ne? Denn manche Produkte sind halt auch wirklich individuell und nur für die Trendradar Box hergestellt worden. Ja, nachhaltig sind die Produkte auch noch. Genau, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Das ist auch immer super interessant, weil so werde ich halt auch so ein bisschen aus meinem Alltagstrott herausgelockt, bekomme einfach mal einen Einblick in eine etwas andere Welt, weil man hat es einfach viel, ich bin Konsumopfer, mega, Leute, herzlich willkommen auf meinem Beauty-Channel. Und da ist es ganz cool, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Und die Box animiert mich immer mal wieder so über gewisse Themen auch nachzudenken und zu reflektieren und das finde ich ziemlich cool. So, ja. Die Box ist schwer, genau, die Box ist mit 29,95 nicht unbedingt die allergünstigste Abo-Box, die man so monatlich abonnieren kann, aber sie ist immer super prall gefüllt und wir haben hier halt wirklich immer eine sehr interessante Auswahl. Ich klappe die jetzt einfach mal auf und dann gucken wir mal zusammen rein, was da alles so drin ist. Ne? Ich halte jetzt erstmal so, das geht noch ganz gut. Auch das Füllmaterial ist halt nachhaltig. Ne? Wir haben hier so Papier und nicht irgendwie so ein Plastikkram oder so. Und hier steht Cozy Weekend drauf und das scheint dann auch wohl das Motto von dieser Box zu sein. Ein gemütliches Wochenende können wir alle sehr gut gebrauchen. Nicht nur wegen Valentinstag und Rampampam, sondern weil einfach Winter ist und ich weiß nicht. Ich habe irgendwie sowieso aktuell das Bedürfnis auch so ein bisschen Gemütlichkeit zu haben, mich einzukuscheln. Gut, ich bin jetzt auch meistens jeden Tag oben am Renovieren, ne? Und da kann ich es immer sehr gut gebrauchen, wenn man dann einfach mal so ein bisschen abschalten kann. Ich weiß nicht, ob wir hier drin irgendwelche Wollsachen drin haben. Eine Decke wohl eher weniger, weil dafür ist die Box nicht groß genug, ne? Aber wir machen einfach mal den Klebi auf und schauen rein. Vielleicht eine Kaffee- oder Teetasse oder sowas. Na, wir gucken mal. Und dann haben wir hier nämlich einmal den Blick in die Box und ich sehe hier schon Kuschel und hast du nicht gesehen. Finde ich schon mal sehr, sehr ansprechend, denn hier ist immer einiges los, ne? Zack, da haben wir zuallererst so ein Kärtchen drin. Die Kärtchen sollte man sammeln, denn es gibt die Karten mit der Nummern 1 bis 10 und wenn du alle Karten zusammen hast, bekommst du eine große Geschenkbox. Die musst du dann, ich weiß nicht, irgendwie dorthin schicken halt, ne, zur Trendradar-Geschichte. Genau, schick einfach dazu ein Foto deiner Karten an redaktion@trendradar.de. Viel Spaß beim Sammeln und hier habe ich jetzt die Karte von dem lieben Alex. Genau, das finde ich cool, das ist die Nummer 9. Ich glaube, jetzt habe ich schon 4 oder 5 unterschiedliche. Ziemlich cool. Dann habe ich hier, weil es eine Kooperation ist, von der lieben Jana noch ein kleines Kärtchen. Wir bedanken uns herzlich für die Kooperation mit dir und wünschen dir viel Freude beim Unboxing. Ganz liebe Grüße, Jana. Und die Jana hatte mir letztens auch geschrieben, dass das Trendradar-Boxen-Team sich dann auch wohl immer versammelt und quasi meine Videos dann schaut, wenn das Unboxing online ist. Also, hallo! Liebe Grüße an euch alle und vielen, vielen Dank für die coole Kooperation und die Möglichkeiten, die ihr mir so gebt dann auch dadurch. Und fühlt euch auf jeden Fall herzlich begrüßt auf diesem Kanal. Ja, okay. Ich finde es immer total merkwürdig, mir das so vorzustellen, aber es ist irgendwie total rührend. Okay, dann habe ich hier das Magazin mit dabei. Da sehen wir einen jungen Mann und eine junge Frau, die beim Frühstück wahrscheinlich zusammensitzen und sich ordentlich gönnen. Genau, das ist das Magazin, wo so ein paar Informationen auch über die Produkte drinstehen. Und wir starten einfach mal hier mit dem Editorial, weil ich persönlich bin immer sehr, sehr interessiert daran, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken denken.
Weil es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie random irgendwelche Produkte in die Box reinwerfen und dann irgendein Motto sich ausdenken, sondern es ist ja so, dass man ein Motto hat und dann überlegt man, welche Produkte passen dazu. Und das finde ich immer ganz interessant. Okay, also, einkuscheln und wohlfühlen, deine Cozy Weekend Box. Ein Blick aus dem Fenster an einem grauen Wintertag genügt und in uns wächst eine unstillbare Sehnsucht, mit Decke, Kakao und guter Musik den ganzen Tag auf der Couch zu verbringen. Safe. Wir wollen dich im Februar den Alltagsstress und sämtliche Verpflichtungen vergessen lassen und dich in eine warme Wohlfühlwolke tauchen, in der du jede Minute für dich oder mit deinen Liebsten in vollen Zügen genießen kannst. Die Cozy Weekend Box hält dafür kleine und große Seelenschmeichler bereit, mit denen du jeden Tag dein Wochenendfeeling aufleben lassen kannst. Starte am Morgen mit kuscheligen Waschlappen und einer wohltuenden Maske im Bad. Das mache ich tatsächlich, ja. Genieße schokoladige, oh ja, lecker Schoki, Gaumenfreuden und lass natürliche Helfer den Haushalt quasi wie von selbst erledigen. Ich bin mal gespannt. Wir wünschen dir viel Spaß auf deinem nicht enden wollenden Wochenendtrip mit nachhaltigen Freuden und schönen Erlebnissen. Vielen Dank. Und dann hat die liebe Jule vom Trend Raider Boxenteam hier auch ein Zitat gemacht. Das ist ja auch immer eine aus dem Team schreibt hier immer was rein. Das finde ich auch total irgendwie persönlich, ne? Eine warme Tasse Kakao, eine kuschelige Decke und eine gute Serie. Mehr brauche ich nicht, um mich vollkommen wohl zu fühlen. Wenn sich dann noch mein Freund mit mir auf die Couch gesellt, dann bin ich einfach happy. Same. Okay, ja, hier sind die ganzen Produkte aufgeführt. Teilweise gibt es Alternativprodukte, das werde ich euch dann auch nochmal sagen. Dann haben wir hier auch einfach so ein paar Infos noch mit dabei. Nimm dir Zeit zum Glücklichsein. Es ist die Quelle der Kraft. Nimm dir Zeit zum Spielen. Es ist das Geheimnis der Jugend. Nimm dir Zeit zum Lesen. Es ist der Ursprung der Weisheit. Das ist ein Zitat von Achim von Anim. Und theoretisch könnte man sich das ja auch einfach, weil es so wunderschön ist, ne, ausschneiden, diese Seite, in einen schönen Rahmen machen, ne, und dann an die Wand, kann ich mir auch echt gut vorstellen. Dann haben wir hier DIY-Kissenbezug, 5 Fakten über Schokolade. Für mich Fakt 1, es macht glücklich. Fakt 2, es ist einfach unfassbar lecker. Ja, Fakt 3, Schokolade geht immer. Fakt 4, ist der Magen noch so voll? Schokolade passt immer wundervoll. Das war jetzt irgendwie wundertoll vielleicht. Das war ein Unreim, also ein Gleichreim, also ein langweiliger Reim. Und Nummer 5, mit Schokolade ist alles besser. Vielleicht so. Naja, dann Behind the Boxes. Das finde ich auch interessant, wie quasi diese Boxen entstehen, also wie sie auch gepackt werden. Das finde ich auch cool. Wer ist eigentlich Trend Raider und wenn ja, wie viele? Wer stellt deine Boxen zusammen und wie wird sie anschließend gepackt? Finde ich super interessant. Die haben jetzt 5-jähriges Firmenjubiläum. Das ist auch süß, ne? Das kommt jetzt demnächst wohl mehr. Finde ich richtig geil übrigens. Dieses, ne, dass man hinter Kulissen gucken kann. Ich habe auch schon mal überlegt, dass ich hier auch mal ein hinter den Kulissen Video mache. Zum Beispiel, was mache ich jetzt, nachdem ich, oh, ich laber viel, Leute. Timestamps, ne? Wisst ihr Bescheid. Was mache ich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit dem Video fertig bin, wie geht's weiter und so, ne? Ich glaube, das mache ich demnächst auch mal. Hier stellt sich das Trend Raider Boxenteam vor, das finde ich echt cool. Heiße Schokolade mit Kokossahne. Auf der letzten Seite haben wir immer irgendwie ein Rezept mit dabei. Und dann haben wir hier hinten noch einen kleinen Spoiler für die Märzbox, den lese ich euch mal vor. Hallo Frühling, im März zieht es uns in den Garten, wo wir das erneute Erwachen der Natur und der Farbenpracht der bunten Blumenwelt bestaunen dürfen. Ja, im März werden hier auch meine ganzen Samenbomben und hasse nicht gesehen, eingepflanzt und so. Und dann kommt auch schon so diese ganzen Frühjahrsschnitte und so, die man im Garten macht. Ich freue mich so drauf. Deine Blooming Garden Box ist ein wahrgewordener Frühlingsstrauß, der mit vielen facettenreichen Überraschungen den Samen, deiner nachhaltigen Entdeckungsreise sät. Freue dich auf ein blütenreiches Fashion-Accessoire, natürliche Pflanzenbooster und köstliche Speisen für fleißige Bienchen. Richtig geil. Unser Nachbar ist nämlich Imker, und also Hobby-Imker, ne? Und die fliegen immer bei uns zum Teich und immer zum Wald und hast du nicht gesehen. Und hier ist es immer ein reges Treiben, Leute. Im 12-Monats-Abo erwartet dich wieder ein hochwertiges Goodie im Wert von über 26 Euro. Das ist natürlich auch eine ganz interessante Kiste, habe ich noch gar nicht erzählt. Wenn man das 12-Monats-Abo wählt, zahlst du nicht nur noch irgendwie 5 Euro günstiger als im flexiblen Abo pro Box, sondern du bekommst auch noch alle paar Monate, ich glaube alle 2 Monate ist das, ne, ein Goodie mit dabei. 2 oder 3 Monate, genau. Und man kann wählen zwischen der klassischen Variante, die ich habe, und der veganen Variante. Die hat zum Beispiel Chiquitas Place, die liebe Nicole, habe ich eben erst gesehen, dass sie das Video schon hochgeladen hat. Und falls euch da interessiert, was in der veganen Box drin ist, dann schaut gerne mal bei ihr vorbei. Ich verlinke euch mal auch ihren Kanal und ihr Video dazu unten in der Infobox, ne? Genau, so.
Jetzt habe ich fast, ja, ich habe 10 Minuten einfach so vor mich hingeredet und jetzt komme ich auch endlich mal hier zur Box, Leute. Wir haben ja schon über Waschlappen geredet. Ich liebe Waschlappen und das passt auch zu uns, weil unsere Handtücher sind auch entweder so dunkelgrau, Anthrazit oder so mintgrün-türkis, ne? Deswegen passen die, das ist von Kuschel. Kuschel ist nicht günstig. Dein Kauf tut was, tut Gutes. Mit diesem Set pflanzt du 4 Bäume. Sowas finde ich auch geil, ne? Wenn da 4 mit bei sind, die halt auch irgendwie auf Nachhaltigkeit achten und also nicht nur die Produkte selber nachhaltig gestalten, sondern sich halt auch irgendwie sozial engagieren und so. Finde ich dann auch cool und da gibt man gerne 1-2 Euro mehr aus. Climate and Resource Positive Products und das ist auch in so einer schönen, ja, umweltfreundlichen Verpackung, ne? Finde ich sehr, sehr interessant. Und dann schauen wir mal. Also ich verwende immer Waschlappen, wiederverwendbare Wattepads und so weiter. Das ist ja voll mein Ding, ne? Habe ich ja echt durch, also in dieser ganzen YouTube-Zeit für mich auch entdeckt. Das hatte ich anfangs ja nicht gemacht. Und diese Waschlappen fühlen sich toll an. Die kannst du zum Körper waschen nehmen, zum Gesicht waschen, zum Abschminken. Vielleicht, ne? Da präferiere ich aber tatsächlich eher so Mikrofaser oder sowas, weil das einfach besser meine Geschichten runternimmt. Aber Waschlappen haben wir immer an Toch bei uns. Das ist 1A. Oh, die sind so richtig geil weich. Das gefällt mir wirklich gut. Und da sind 2 Stück hier in diesem Set drin enthalten. Gefällt mir schon mal. Und hier haben wir auch noch einen Gutscheincode mit dabei. 10 Euro geschenkt mit Kuschel 10. Ab 50 Euro bestellt wert bei kuschel.de. Und da gibt es wohl allerhand. Ne? Da kriegst du nämlich genau das, was ich meinte. Halt hier Decken und hast du nicht gesehen. Den ganzen Kram. Bademantel. Oh, ein Bademantel aus dem Stoff, da hätte ich ja Bock drauf. Ich weiß jetzt nicht, was das kostet, aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich da mal stöbern gehe, gleich nach diesem Video tatsächlich, ne? Coole erste Geschichte. Dann habe ich hier als nächstes eine Seifendose. Wir hatten auch letztens mal in der Trend Raider Box so ein Ding mit dabei, was du quasi in dein Seifenstück reinmachst und dann kannst du es per Magnet an die Wand machen. Das habe ich in Anwendung und finde ich klasse. Die ist übrigens aus Zuckerrohr, erdölfrei, klimaneutral und da kann man dann auch zum Beispiel so seine festen Shampoos drin aufbewahren oder festen Duschprodukte und so, ne? Ist natürlich auch ganz geil. Gucken wir mal rein. Hallo. Hallo. So. Ah, das ist praktisch, weil hier ist so ein Einlieger drin, ne? Dass quasi das Seifenstück nicht unten mit der Feuchtigkeit so anbappt. Das ist schlau. Deswegen ist es auch voll die gute Seifendose, Leute. Und ich finde es immer wieder interessant zu sehen, was für nachhaltige Materialien es mittlerweile auf dem Markt so gibt. Ich meine, ne, aus Zuckerrohr. Das fühlt sich schon ein bisschen anders an als jetzt so ein klassischer Tupperpot oder so, aber das ist spektakulär. Also ich finde es geil. Ich weiß jetzt nur nicht, da wir jetzt ja dieses Magnetvieh haben, ne, ob das bei mir bleiben wird, aber ich finde es einfach geil, dass es mit in der Box drin ist, weil das auch so ein bisschen, ne, das diese Gedankenanregungsgeschichte und so. Dann habe ich hier ein Stirnband drin. Und in letzter Zeit haben wir so viele Stirnbänder in Boxen drin gehabt. Und ich lieb's. Ich wollte damals immer ein schönes, stylisches Stirnband haben, weil ich ja jeden Tag auch mit Sammy spazieren gehe, aber nicht unbedingt eine Mütze aufsetzen wollte, weil wenn ich dann nachher noch ein Video drehe, dann habe ich die Haare frizzelig und so, ne? Und ja, jetzt habe ich jetzt hier im Prinzip schon mein 3. Stirnband, was ich in den letzten Monaten aus Boxen bekommen habe. Das ist jetzt übrigens von Chip Scheib, was bist du für eine Marke? Kenne ich nicht. Gotz. Chip Scheib. Ja. Chip Shape heißt bestimmt irgendwie anders. Holistic Fashion. Komm, wir setzen das mal auf, ne? Das, was für mich ist? Oh ja. Oh ja, 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 ja. Ich mag sowas, ne? Deckt schön die Öhrchen ab. Hier hat man hier so ein Knötchen. Das mag ich gerne leiden. Finde ich echt schön. Ist schön groß. Ist bei meiner Riesenrübe auch immer wichtig, ne? Weil ich habe keinen kleinen Kopf. Also ich habe wirklich einen großen Kopf. Also wirklich einen großen Kopf. Und es sieht irgendwie schon sehr, sehr cool aus, ne? Kann man natürlich jetzt so hier über die Haare machen oder die Haare hier drüber. Aber normalerweise macht es Sinn, dass man das so trägt. Oder mache ich auch ganz gerne bei solchen Dingern, dass ich mir einen Bommel mache. Ne? Dann habe ich da gar keine Probleme mit, weil hier habe ich dann immer meine Viecher, die da so rumflattern. Geil, oder? Ich sehe irgendwie mit dem Stirnband auch irgendwie gut aus. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich, dass mir Stirnbänder stehen. Sagte nämlich auch Weihnachten der Lebensgefährte von meiner Schwiegermama in Spee zu mir. Da hatte ich nämlich auch so ein graues Stirnband um und dann meinen Bommel auf. Und da sagte er, Mensch Claudia, irgendwie sieht das gut aus bei dir. Ich so, danke. Ist auch mal ganz nett, ein Kompliment zu bekommen, ne? Genau, ja.
Sehr schön, gefällt mir tatsächlich. Und dann mache ich hier mal weiter. Cosnature haben wir hier auch öfters drin. Das ist eine schöne Geschichte, weil Cosnature ist auch nicht teuer. Das heißt, wenn es einem richtig gut gefällt, dann kann man die auch easy peasy nachkaufen. Die gibt es, glaube ich, bei Müller. Sanfte Handseife mit Wildrose mag ich ja gerne. Für jede Haut geeignet und ja. Ne? Eine Seife kann man machen, ist Naturkosmetik mit Wildrosenkernöl, läuft bei dir. Gewonnen aus den Früchten der Hagebutte aus kontrolliert biologischem Anbau. Hä? Wildrosen? Hä? Aus Hagebutte wird Wildrosenkernöl gewonnen? Habe ich in Botanik irgendwo nicht aufgepasst, ich habe keine Ahnung. Bio habe ich auch relativ schnell abgewählt. Nee, finde ich gut. Also ich mag gerne Rose, ich finde Seife sinnvoll, ne? Brauchen wir eh alle gerade, also von daher läuft. Dann habe ich hier eine heiße Schokolade drin, das ist eher was für meinen Freund, der steht da voll drauf. Naturata, mehr als Bio, heiße Schokolade mit 40% Kakao, mehr als Bio. Und da haben wir 350 Gramm drin. Und mein Freund trinkt hier sich jeden Abend schön so einen Kakao mit einem Tropfen Wasser drin, ne? Gönnt er sich das schon immer. Und wenn wir kein Kakaopulver hier haben, dann ist aber echt, also puh, Zappenduster, ich sag euch das. Und das wird er gut finden, ne? Das kriegt er, freut er sich drüber. Ne? Kannst du natürlich mit Kuhmilch trinken, kannst du auch mit Mandelmilch trinken oder so. Ich habe jetzt ja auch aktuell, dass ich halt nur Mandelmilch zu mir nehme, weil ich einfach nicht so viel Kuhmilch vertrage. Und ich trinke meinen Kaffee zum Beispiel immer mit Milch. Und da habe ich mir jetzt echt angewöhnt, da nur Mandelmilch reinzumachen. Oder letztens gab es irgendwie bei, wo war das, Mutators oder sowas, so ein großes Paket. Da gab es dann auch relativ günstig Cashewmilch und Haselnussmilch und so. Habe ich auch mit dabei gehabt, war auch wohl ganz lecker. Aber an und für sich Mandelmilch kaufe ich mir immer nach, weil ich die etwas sanfter finde als Hafermilch. Weil Hafermilch hat mir persönlich einen zu krassen Eigengeschmack. Aber das gehört gar nicht zu diesem Produkt. Mag ich. Toll, sowas mit dabei zu haben. Beschwer ich mich nicht. Sodele, weiter geht die wilde Reise. Was haben wir denn hier? Waschmittelkapseln von Smol. Nee, oder Smo? Kindersicherung zum Öffnen, siehe Boden. Aha, okay. Also irgendwie muss man das auseinanderklappen und dann kann man das nach vorne rausziehen. Hier ist echt eine Anleitung, wie man das Ding aufkriegt. Das ist natürlich spektakulär. Kindersicherung. Hä? Genau. So, dann kann ich das nämlich hier eindrücken. Oder immer noch nicht? Hä? Meine Güte, ist das nicht nur kindersicher, sondern auch Claudi-sicher? Das ist so peinlich gerade. Oh Mann, jetzt geh doch auf. Du fiese Möb. Ich krieg das nicht auf. Ich muss es jetzt leider auseinanderreißen. Ich bin da zu blöd für. Oh nein, das will nicht. Immer noch nicht. Das ist einfach schade. Oh Mann. So, stopp. Steht ja auch drauf. Ach so, genau. Und dann hast du halt hier so Waschmittelpots drin und die kannst du einfach in deine Waschmaschine reingeben. Einfach, nachdem man dieses Ding hier voll auseinandergerissen hat. Riecht ganz angenehm. Und ja, das kommt dann auf jeden Fall bei uns in die Waschmaschine. Wie viel haben wir denn hier drin? 9 Stück sind hier drin enthalten, ne? Ich weiß nicht, was sowas kostet. Ich finde es cool, wenn Dinge halt wirklich nachhaltig sind und so weiter, aber es muss halt auch irgendwo bezahlbar bleiben. Das ist immer so meine Devise dabei, ne? Spare bis zu 50% pro Wäsche. Aha. Bewiesene Hochleistung, weniger Chemikalien, regelmäßige Lieferung. Ach so, wenn du das im Abo dir bestellst wahrscheinlich, ne? 100% plastikfreie Verpackung, tierversuchsfrei und vegan. Auch das ist sehr freundlich. Und ja, eine Kapsel hinten in die Trommel legen, dann die Wäsche dazu, aber bitte nicht zu viel, einen Kaffee aufsetzen und über die Ergebnisse freuen. Okay, also quasi reinmachen, kein Vorwäscheprogramm. Oh, das ist ja natürlich auch, da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Muss ich mich mal mit befassen. Schön, dass ich das jetzt hier endlich auseinandergefusselt gekriegt habe, ne? Dann kann man das jetzt hier so schön wieder reinschieben, wahrscheinlich nicht, ne? Oh Mann, kriegst du ja noch nicht wieder rein. Es ist auch egal. So. Bleib jetzt hier. Meine Güte, ich habe mich jetzt hier wahrscheinlich 10 Minuten mit dem Ding aufgehalten. Dann habe ich hier das nächste. Meine Biotik ist das. Das sieht sehr, sehr selbstgemacht aus. Also halt, ne, so ohne diese anschreienden Verpackungen. Ganz interessant. Ah, sind das. Nee. Oder doch, hier sind Putzmittel drin, Leute. Auch hier ist eine Claudi-Sicherung eingebaut. Es ist ja auch richtig und wichtig, das bei Waschmitteln zu machen, ne? Bei manchen verzweifle ich dann doch etwas. Okay, so, was haben wir denn hier drin? Flüssige Viecher. Das hier ist irgendwas für Pflanzen, glaube ich. Hier ist so eine
Sprühflasche und eine Pflanze abgebildet. Vielleicht macht man das in eine Sprühflasche rein und kann das dann auf Pflanzen sprühen. Das habe ich zweimal drin und dann habe ich einmal hier so einen Eimer abgebildet. Aber wir haben natürlich auch so ein Heftchen hier mit dabei, wo drin steht, was drin ist. Ne? Das ist auch immer viel wert, weil manche Dinge kenne ich einfach nicht. Probiotischer Haushaltsreiniger und Gießwasserzusatz ist das. Okay, solltest du dich an deinem Wohlfühlwochenende nach etwas Gesellschaft sehen, können wir dir die kleinen lebenden, Ausrufezeichen, Haushaltshelfer von Meine Biotik wärmstens ans Herz legen. Oha! Dem Haushaltsreiniger und dem Pflanzenhilfsmittel wohnt nämlich die natürliche Kraft mikrobieller Kulturen inne, die dank Fermentation ihre volle Wirkung in deinen vier Wänden entfalten. Nee, das finde ich cool, ne? Fermentation, man fermentiert ja auch relativ viel, um da halt so Organismen zu aktivieren. Gib dafür einfach den Inhalt eines Säckchens zusammen mit 300 bis 500 Milliliter Wasser in eine Flasche und lass dich von der Wirkkraft dieser wunderbaren Mikroorganismen überraschen. Okay. Jetzt weiß ich halt nur nicht, wie ich das da machen soll. Ich meine, gut, der Gießwasserzusatz, klar, ne? Dann habe ich halt so mein Gießvieh und dann kann ich es reingießen. Aber das andere, was war das nochmal? Das ist dann zum Putzen wahrscheinlich einfach nur, oder? Was ist das dann? Haushaltsreiniger. Ja, okay, ja, weiß ich Bescheid. Kann ich dann so verwenden. Ah, aber hier war auch noch so ein Flyer mit drin. Ja, hier hinten steht es auch nochmal richtig drauf. Also diesen Gießwasserzusatz auf jeden Fall nehme ich dann für unsere Zimmerpflanzen. Ne? Da muss ich eh morgen Blumen gießen, dann kann ich das mal in Anwendung nehmen. Und der Haushaltsreiniger kommt dann, wenn wir demnächst mal wischen oder so zum Einsatz, denke ich. So, jetzt habe ich hier eine Schokolade drin und die finde ich extrem geil. Da muss ich nur aufpassen, dass mein Freund mir die nicht wegmampft, weil wir lieben die beide sehr. Tony's Chocolonely ist so eine super nachhaltige Geschichte, die halt auch in der Produktion sehr, sehr nachhaltig unterwegs sind. Wenn man die jetzt hier nämlich aufmacht, ich hatte die jetzt schon ein paar Mal, nämlich in Foodboxen drin und in anderen Boxen und in Adventskalendern, ne? Dann steht hier nämlich in diesem Viech drin beschrieben, was diese Nachhaltigkeit alles ausmacht. Und das finde ich total cool. Mit uns ist gut Schokolade essen. Hey, wir sind Tony's Chocolonely und wir machen Schokolade. Die finden wir echt gut und wir haben eine Mission. Die finden wir echt wichtig. Wir wollen, dass jede Schokolade 100% frei von moderner Sklaverei und illegaler Kinderarbeit hergestellt wird. Wirklich jede weltweit. Dafür brauchen wir dich. Teile unsere Schokolade und teile unsere Mission. Gemeinsam schaffen wir das. Bist du dabei? Und hier sind auch Mandeln mit drin. Also die ist auch wirklich lecker. Und Brezeln. Und die ist hammerlecker. Die wird heute Abend gegessen. Finde ich total klasse. Also die kannst du nur unterstützen. Die gibt es beim Rewe, die gibt es beim Edeka. Kannst du überall kaufen. Ne? Also wirklich in jedem Supermarkt und wirklich lecker. Und die ist interessant auch, weil die sehr dick ist. Und die hat so andere Kanten so zum Brechen. Das ist nicht dieses klassische geradlinige und so, sondern halt so ein bisschen, ne? Das ist mal ein größeres, mal ein kleineres Stück. Ich feiere das sehr. Dann habe ich hier eine Maske mit dabei. Das ist von Bulrich, die Heilerde-Tuchmaske mit totem Meersalz zur Beruhigung der Haut. Ja, ich glaube, das ist diese Maske. Ja, die ist das. Das ist diese Tuchmaske, die halt auch so ein bisschen aussieht, als hättest du quasi gleichzeitig dir so eine Matschmaske gemacht. Ich persönlich mag die nicht ganz so gerne. Ich habe die schon mal verwendet, schon ein paar Mal und finde das Gefühl halt irgendwie nicht so mega geil, weil du danach das Gefühl hast, du müsstest dein Gesicht waschen, obwohl du es eigentlich nicht musst. Also, ne, ja, entspannt und beruhigend. Also definitiv eine nachhaltige, interessante Geschichte, weil das halt auch von der Firma her sehr fein unterwegs ist, aber ja, ich mag die Maske an und für sich so von dem Tragekomfort leider nicht so gern. Bin ich ehrlich, ne? Also wir haben hier deutlich mehr als 7 Produkte. Und jetzt hole ich hier gleich ein Produkt raus, wozu es auch noch Alternativen gegeben hätte. Nämlich hätte man alternativ auch noch knusprige Tortilla-Röllchen hier drin haben können oder auch eine Bio-Suppe. Und ich habe tatsächlich, und das finde ich sehr, sehr praktisch, einfach mal eine Packung Mehl drin. Läuft, oder? Das ist von Eiling, Biomühle, Mühlentradition seit über 400 Jahren, Weizenmehl Typ 550, das ist ja das Klassische, ne? Und jo, finde ich cool, ein Kilo Mehl. Wenn das nicht mal total basic, geil und praktisch ist, ich feiere sowas, ne? Ich bin jetzt echt nicht so die Backqueen, aber für mal, dann hast du was da. Es kommen ja auch noch Geburtstage, ne? Mein Freund hat Geburtstag, ich habe Geburtstag. Ja gut, wir sind Mai- und Juni-Kinder, aber trotzdem ist ja bis September haltbar. Dann kann ich ja mal Kuchen backen. Warum eigentlich nicht? Ja, finde ich cool. Ne? So eine Packung Mehl mit dabei zu haben, ist irgendwie total witzig. Und dann habe ich hier noch was Leckeres drin, und zwar von Bear Bells.
das White Salty Peanut Protein Bar Gedönsen. Ich liebe sowas. Nicht jeder mag diese Proteinriegel. Mein Freund fährt da nicht so drauf ab. Ich bin da absoluter Fan von. Und das werde ich mir nachher auch noch gönnen, wenn ich hier so ein bisschen aufräume, die Sachen wegräume und so. Dann werde ich mir das so zwischendurch ein bisschen mampfen. Und das macht auf jeden Fall einen schönen, krönenden Abschluss hier für diese Box, finde ich, ne? Es ist wirklich alles sehr gemütlich mit Schoki mit dabei, ein bisschen Beauty mit dabei, ein bisschen, falls du dann doch noch draußen musst und die Öhrchen wärmen musst und so, ne? Ich find's geil. Also die Box ist jetzt auch tatsächlich leer und mir hat's so gut gefallen. Ja, werttechnisch sind wir, glaube ich, auch ganz gut mit dabei. Wie auch kann man dabei sagen, ja. Mega, oder? Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Da habe ich euch alles Mögliche verlinkt. Und ja, cool. Also ich bin immer wieder von dieser Box so ein bisschen geflasht, weil das einfach so Produkte sind, mit denen du nicht wirklich rechnest. Ich meine, so ein Kilo Mehl einfach mal in einer Box drin zu haben, ist ein Traum, oder? So, und da der Akku sich jetzt schon einmal verabschiedet hat, würde ich sagen, an dieser Stelle, vielen, vielen Dank an das liebe Trend Raider Boxenteam für die Zusendung der Box. Jetzt im Februar war es auch wieder echt 1A. Mir hat es gut gefallen und ich bin gespannt, was wir dann im März haben werden, um wieder so ein bisschen das Blühen in den Garten zurückzubringen. Ich freue mich da auch schon richtig drauf, ja, die ersten Frühblüher bei uns zu haben und wenn alles wieder sprießt und bunt wird und so. Klasse, ja. Lassen wir uns überraschen, was im März so abgeht. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, meine Abo-Beauty-Rampampam-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!